Komm, komm, komm. Hau ab, hau ab. Das Bild ist geil. Warte, das brauche ich für mein... für meine Intro. Okay. Hi, hier ist Max. Und willkommen zurück zu Resident Evil 4. Auch bekannt als Biohazard. Wir sind in Kapitel 2. Wir haben das Dorf überlebt. Ich glaube, ich habe die Shotgun verpasst. Und wir sind Leon S. Kennedy. Das S steht für Spezialeinheiten. Und ich glaube, wir haben von irgendeinem verrückten Kultisten irgendwas gespritzt gekriegt. Und ich bin irgendwie müde. Scheiß Zeitumstellung. Also nicht, also ihr wisst, dass ich nicht müde bin, weil die Zeitumstellung ist. Aber ich behaupte es einfach mal. Ja? Ich meine, wenn ihr euch da beide wirklich, könnt ihr euch nicht dran hängen wie auf einer Schaukel, auf einer Liane, dann habt ihr doch sehr viel mehr Gewicht. Oder benutzt doch deinen Kick. Okay. Ja, die können voll gut miteinander kämpfen, obwohl die sich nicht mal kennen. Nicht schlecht. Leon, Spezialeinheit Kennedy. Dein Kick hat's wieder gemacht. Naja, toll. Das ist der Danke. Ja, ich wollte sagen, wo ist mein Zeug? Leer. Ja, toll. Ja, solange Hudson noch mit mir spricht, nee, wie Huntington, Huffington. Okay, wir sind also voll in der Kanalisation. Was ja definitiv mein Lieblingslevel in jedem Spiel ist. Aha, du lebst doch noch, oder? Ah, nee, ich hab ein Küchenmesser. Halten Sie L1. Okay, verstehe. Verstehe. Das Thema Zeitumstellung gilt in Deutschland ja irgendwie als super wichtig, während in anderen Ländern da kaum drüber diskutiert wird. Ich frage mich aber, können wir nicht einfach sagen, naja gut,
machen wir halt eine halbe Stunde zwischen die beiden und fertig ist. Weil sonst kommt immer die einem sagen, in der Winterzeit. Dann ist aber irgendwie immer so früh dunkel. Tralala. Und bei der Sommerzeit ist es viel zu früh hell. Angriffe parieren. Wenn die Aufforderung in der unteren rechten Bildschirmecke erscheint. Ah, der ist in das Ding reingelatscht. Okay, auch gut. Hm. Ja, verstehe ich alles. Aber können wir nicht deswegen einfach sagen, okay, wir machen 50-50. Wie viele Küchenmesser brauche ich? Ja. Ja, die Tür ist... Pass mal auf, wir machen das so. Geschickter ist wahrscheinlich, ich erwische den von hinten. Ich verstehe kein Wort. Ist aber auch egal, hab nichts gehört. Ups. Ich will vor allem mal mein Zeug wieder. Oh, es geht zu, oder? Nö, das hat doch gereicht. Also ich finde, es hat gereicht. So. Mein Zeug. Und das und das und das. Und... Ich brauche Schlüssel, ey. Wo sind Schlüssel? Sehr gut. So langsam wird's voll. Ich könnte hier noch ein paar Krauts zusammenmischen. Rohstoffe. Ich könnte wahrscheinlich ein bisschen was craften. Zur Not. Naja, ein bisschen Platz ist ja noch. Ah, der Händler. Schönen guten Morgen, ihr Penner. Ich meine Pendler. Hm? Kümmere sich bitte jemand um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich rumschleppen. 3 Ratten. Verlassene Fabrik. Okay, können wir machen. Was haben wir hier? Nein, hier unten. Das da. Händler-Tipp, werde reich schnell. Wie kommst du mit Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen welche Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen? Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel. Schätze des Kults. Ja, dann sprich mal. Der Händler. Jo, habe ich gemacht. Kaufen. Bolzenwerfer. 10.000. Die W870. Repetierflinte. Und beim Kauf das Zielfernrohr gratis dazu. Repetiergewehr. Das finde ich gut. Koffererweiterung ist aber auch nicht schlecht. Ich verkaufe erstmal Zeug. Repariert ein kaputtes Messer. Jetzt habe ich einige Küchenmesser. Ist eigentlich egal. Tunen. Ist auch nicht schlecht.
Verkaufen. Benutzte wichtige Objekte können sie verkaufen. Ja, Seidenkristall. Das da. Mhm. Die Pistole verkaufe ich mal nicht. Und den ganzen anderen Kram. Das Hühnerei. Das behalte ich mal, aber... Verkaufen. Tauschen. Gelber, die Laservisier. Hm. Schatzkarte Dorf. Nee, behalt's. Was will ich? Ein Repetiergewehr macht mich schon an irgendwie. Gib mir das. Das klingt gut. Naja, super. So, und jetzt will ich die Koffererweiterung. Eine Rezeptur für Bolzen brauche ich jetzt ja noch nicht, wenn ich keinen Bolzenwerfer habe. Ich habe auch keinen Platz mehr für das. Nein, jetzt nein. Tunen. Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate. Angriffskraft wäre mir eigentlich lieber. Hm. Dann warte ich mal noch ab. Meets, 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 meets. Da. Yes. Tada. Wir wollen ja nicht, dass sich irgendwelche schrecklichen Krankheiten verbreiten in diesem Land. Hm. Ein Laservisier, der Punisher. Eine Pistole. Gib mir die. Hat sie dieselbe Munition wie meine normale Pistole? Dann würde ich die normale Pistole nämlich verkaufen. Schauen wir mal. Perfekt als Seitenwaffe. Sagt man das so? Spezialanfertigung für Leon. Sorgfältig ausgewählte und verarbeitete Teile verbessern die Performance. Kann ich die jetzt nicht irgendwie vergleichen? Munition müsste tatsächlich gehen. Konnte ich das hier nicht vergleichen? Waffen vergleichen. Vergleichen mit dem bitte. Also meine Pistole hat etwas stärkere Angriffskraft. Aber die andere hat größeres Magazin, größere Nachladegeschwindigkeit, größere Feuerrate, größere Präzision. Hohe Durchschlagskraft. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, dass die Köpfe schneller platzen. Aber weißt du was? Dann verkaufe ich meine scheiß Spezialanfertigung. So. Und tune diese Pistole. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall was Besseres als vorher. Ausrüsten vielleicht noch. Ausrüsten. Nee. Hä? Ausrüsten, Schnellzugriff. So. Genial. Also gut, das war doch die Rattenjagd dann wert. Ne?
Was gibt's hier? Irgendein Adler-Emblem. Muss ja auch immer sein. Das erinnert schon sehr stark an Village. Testen wir das doch gleich mal. Ja. Das war nur so halb geschickt. Aber jetzt kann ich endlich mal das Ei essen. Benutzen. Einfach ein Ei essen. Lecker. Lecker. Tja. Das sieht alles sehr dubios von der Konstruktion aus. Ist das jetzt aber nicht das, wo dieser Riese dann irgendwann kommt? Das ist schon cool gemacht hier. Es hat fast was von einem Dark Souls Gebiet oder so. Blight Town. Ich meine, eigentlich... könnten wir das doch jetzt mal probieren. Ich habe Entfernung. Ich höre rechts irgendjemanden faseln, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe aber auch Angst, dass wenn ich zu weit weg bin, dass das gar nichts bringt. Hm, doch. Yeah. So. Kommt doch. Da drüben ist was, das explodieren kann. Da hinten steht noch einer. Planlos rum. Das ist ein cooles Ding. Erleichtert auf jeden Fall einiges. Hey. Ich verballer zu viel Munition immer in die Gegend, aber das kennen wir ja. Hi, hi, hi. Ah. Wow! Stopp! Was war denn das? So viel, ich wusste nicht, dass es so viele sind. Wer schmeißt denn da ständig mit Dynamit? Ich gebe zu, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Oh oh. Immer wenn es drauf ankommt, kriege ich es nicht hin. Komm, komm, komm. Ah. Hau ab, hau ab. Das Bild ist geil. Warte, das brauche ich für mein... für meine Intro. Okay. Ah, das meinen Sie mit Durchschlagskraft. Ne? So.
Nein, 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 nein. Wo kommst du denn her? Ab! Schluss damit! Ja! Okay. Du überlebst es natürlich. Du überlebst es natürlich. Oh oh, oh oh. Wie viele denn noch? Schluss! Okay, ja, ich weiß, ich habe da noch eine große, aber machen wir es so. Spaniens Bevölkerung wird drastisch reduziert. Okay, ich habe ein bisschen Kram verballert. Aber passt eigentlich. Herstellen. Flintenmunition. 12 Schießpulver. Naja, gut. Jetzt sammle ich erstmal alles ein, was hier noch zu holen ist. Und vergesse dann wieder die Hälfte. Immer da oben ist da noch jemand. Der kam da nicht runter. Aber kriegen wir hin. Also, es war knapp. Aber gut, hier unten irgendwo ist also noch einer. Hier drin vielleicht. Gelbes Kraut. Erste Hilfespray. Sehr gut. Ah, guck mal, da ist noch einer. Was ein bisschen nervig ist, tatsächlich, ist, wenn jemand diese zwei Pfeilchen da über dem Kopf hat. Sodass man den Finisher, den Nahkampfangriff machen kann. Dann ist der Nahkampfangriff, also der Tritt, der wirklich super wichtig ist, weil... Mann, Schluss jetzt. Wie viel sind denn noch da? Genau, wie der jetzt hier. Wenn man das macht, dann ist es X für den Tritt. Und der Tritt ist, wie gesagt, super wichtig, weil... auch ganz viele andere Gegner im Umfeld in Mitleidenschaft gezogen werden können. Jetzt war ich noch auch zu spät. Aber wenn es der Finisher ist, dann ist es R2. Warum kann das nicht beides einfach X sein? Wäre doch super nett. Und könnt ihr jetzt alle mal tot sein? So, das war das, was ich illustrieren wollte. Warum sind es so viele? Es ist genug. Das gibt's doch nicht. Wo kommen die denn her? Oder spawnen die nach? Also langsam geht mir wieder die Munition aus. Danke. Kleiner Schlüssel.
kann ich vielleicht brauchen für diese Truhe? Irgendwo war doch diese Truhe. Ich glaube, in der Fabrik. Muss ich eh wieder hin zurück. Okay, nochmal alles durchforsten. Ich weiß schon. Wo? Wo? Hier komme ich nicht hoch. Runterspringen will ich hier auch nicht. Wo ist sie denn? Ah, guck mal hier. Aber ich habe ein Geschenk für dich. Eieiei. Okay, gut. In dem Fall sind wir jetzt, glaube ich, so weit, dass wir gehen können. Denke ich. Das ist das, wo ich drin war die ganze Zeit. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Hier war ich drin. Da hoch komme ich, glaube ich, eh nicht mehr geschickt. Das hätten wir, glaube ich, einfacher haben können. Einfach reinrennen, Siegel holen, rausrennen. Aber, ich sag's mal so, wir haben dafür auch eine ganze Menge an Pisseten. So, und hier war doch eine Truhe. Und die enthält eine elegante Maske. Kann ich die wieder ausstatten mit... Jo, mit drei Sachen sogar. Das machen wir natürlich. Machen wir natürlich Quintett. Was ist denn bei drei das Beste? Drei rote. Ein Trio. Brauchen wir noch einen Rubin. Ja, den finden wir bestimmt auch noch. Rubin kaufen ist wahrscheinlich Quatsch, ne? Das kann ich nur tauschen. Kaufen. Will ich noch eine Waffe kaufen? Eine Shotgun könnte für Crowd Control schon ganz cool sein. Aber wahrscheinlich ist stärkeres Normalzeug geschickter. Ein bisschen Peseten bräuchte ich noch. Für 1,4 ist schon gut. Der Rest ist okay, damit kann ich leben. Dann leben wir damit. Und speicher mal ab. Alles klar. Der nächste Schritt ist getan. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, würde ich mich mal Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Resident Evil 4. Bye, bye.